In diesem Video will ich zeigen, wie man das Alter ausrechnet von einer Person. Wir haben hier zum Beispiel eine Person, die ist am 12.01.1982 geboren und ich will jetzt, dass Excel mir das Alter ausrechnet. Zusätzlich will ich, dass, wenn ich die Datei nächstes Jahr aufmache, dann soll das Alter automatisch um ein Jahr mehr werden. Okay? Und in zwei Jahren um zwei Jahre mehr und so weiter. In Datenbanken, die Personaldaten oder Personendaten haben, wird diese Methode angewendet, weil in Datenbanken gibt man nie das Alter manuell ein, weil das Alter ändert sich immer. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel 30 Jahre alt bin, in 5 Jahren stimmt die Zahl nicht mehr. Und man kann nicht erwarten, dass die Leute bei zigtausend Datensätzen immer das Alter jedes Jahr neu aktualisieren. Und deswegen gibt man das Geburtsdatum ein, und man lässt dann das Programm, sei es eine Datenbank oder in dem Fall jetzt Excel, man lässt das Programm automatisch kalkulieren, wie alt diese Person ist. Und zwar auf den Tag genau. Ja, das heißt zum Beispiel vor dem 12.01. müsste hier bei dem da jetzt erscheinen, bei dem da 29 Jahre erscheinen. Nach dem 12.01. ist sein Alter dann 30. Ja, und das soll dann automatisch erfolgen. Jetzt, wir nehmen das in kleine Schritte. Und zwar der erste Schritt ist, was ist das Datum von heute? Ich könnte natürlich sowas reinschreiben, aber das hilft mir nicht, weil nächstes Jahr oder sogar morgen ist das Datum schon veraltet. Deswegen hier braucht man eine Funktion und Excel hat dafür eine Funktion, die heißt heute. Ja, wir machen das über den Funktionsassistent, über Datum Zeit. Findet man die Funktion heute oder auch, wenn man will, über alle, oder man kann sich nicht mehr erinnern, welche Kategorie diese Funktion war, über alle, da sind sie alle alphabetisch aufgelistet und dann sucht man sich das H heute, sagen wir es. Okay, so, und da haben wir jetzt das heutige Datum, steht da morgen, wenn ich die Datei morgen aufmache, würde dann hier 19.01.2012 stehen und so weiter. Jetzt, wir wollen das Alter ausrechnen. Wie würden wir das Alter manuell ausrechnen? Manuell, ich weiß, heute ist 2012, geboren wurde die Person in 1982, also 2012 minus 82 ist 30. Das heißt, was ich eigentlich mache, ist, ich nehme das Jahr von heute minus das Jahr vom Geburtsdatum. Und genauso ähnlich werden wir jetzt das hier machen. Wir schreiben mal das Geburtsjahr auf und das ist dann die Funktion Jahr. Die kann man über den Funktionassistent aufrufen, über alle oder machen wir es jetzt mal schneller, über Datum, Zeit, dann hat man hier die Funktion Jahr und man klickt einfach Jahr. Hier ist Zahl gemeint, aber eigentlich ist das Datum hier gemeint. Es steht zwar Zahl, aber Datum ist gemeint. In dem Fall das Geburtsdatum ist hier. Und schon hat man 1982, das ist das Geburtsjahr von der Person. Und wir brauchen noch das Jahr von heute. Und auch wieder dieselbe Funktion. Wir machen es diesmal ohne Assistent. Es geht eigentlich wesentlich schneller. Einfach ist gleich, Jahr, Klammer auf. Und so. Ja, man sieht hier, Jahr braucht einen Parameter, nämlich das Datum. Während hier heute braucht überhaupt keine Parameter. Ja? Deswegen, man muss aber die Klammer auf, Klammer zu machen. Okay? So, jetzt haben wir die zwei Jahre, die wir brauchen. Jetzt können wir hier Alter ausrechnen. Ich mache es ein bisschen tiefer. Das Alter könnte man ausrechnen. Und zwar, das ist dann quasi Jahr von heute minus das Geburtsjahr. Und da haben wir 30. Und das heißt, nächstes Jahr würde hier 13 stehen, dann wäre diese Person dann 31. Automatisch, ohne dass ich was machen muss. So, das ist mal schon mal gut. Allerdings nicht perfekt, weil wenn die Person jetzt, nehmen wir an, am 12.07. Geburtstag hat, dann ist sie eigentlich nicht richtig 30, sondern erst 29. Und hier könnte man unsere Formel oder unser Berechnungsprogramm ein bisschen verbessern. Und zwar, wir wollen so, dass, falls, ich schreibe es mal hier, wenn Geburtstag vor heute liegt, dann 29.
sonst... ist andersrum. Dann 30, also dann ist der Geburtstag vorbei, dann ist er 30. Ansonsten ist die Person noch 29. Okay, ich tue es mal hier, dass man das noch gut sehen kann. So, wenn Geburtstag von heute vor heute liegt, wenn der Geburtstag dieser Person schon vorbei ist, dann ist die Person schon 30 geworden, ansonsten ist sie noch 29. Und genau so werden wir das jetzt in Excel machen. Allerdings brauchen wir zuerst mal das Geburtstag dieser Person. Also wann hat diese Person Geburtstag? Und das ist, wir wissen es, 12. jetzt in dem Fall 12.07.2012. Ich kann aber nicht sowas reinschreiben, weil das ist nächstes Jahr schon nicht mehr korrekt. Ja, dann müsste hier 13 stehen. Deswegen wollen wir es auch hier per Funktion errechnen. Und wie das geht, ist folgendermaßen. Ich mache es manuell, jetzt ohne Assistent, weil es geht wesentlich einfacher. Es sind auch ziemlich einfache Funktionen, aber es ist ein bisschen Handarbeit. Und zwar ist gleich. Jetzt, wir brauchen erstmal, wann hat der Geburtstag? Den Tag. Wann hat der Geburtstag? Am 12. Also, das ist dann Tag, Klammer auf, von seinem Geburtsdatum. Ja, und da hat man, ich muss das noch als Zahl formatieren. Oder Standard, so. Okay, da habe ich 12. Ich will jetzt einen Punkt haben, also und Gänsefüßchen auf, Gänsefüßchen zu und der Punkt. Man sieht hier, ich tue jetzt quasi Texte verketten. Das ist die 12, der Tag vom Geburtsdatum, das ist der Punkt und zusammen werden sie mit so einem Buchhalter und oder so einem Und-Symbol zusammengekettet. Und jetzt habe ich 12. Jetzt kommen wir zum nächsten, den Juli. Und das ist, den kriege ich durch Monat. Monat. Auch wieder vom Geburtsdatum. Und Klammer zu. So, da habe ich 12.07. Ja, und jetzt kann ich einen Punkt hinzufügen. Wieder ein Und. Gänsefüßle auf. Punkt. Gänsefüßle zu. Und jetzt will ich nicht das Jahr von meiner geboren ist, sondern das heutige Jahr. Also und. Und das ist das Jahr von heute. So, das heißt, Geburtstag. Dieses Jahr wird diese Person am 12.07.2012 Geburtstag feiern. Jetzt ist es immer noch ein Problem mit dieser Sache, nämlich ich muss, das ist jetzt ein Text, das ist eigentlich ein Text, mit dem kann Excel überhaupt nichts rechnen. Deswegen muss ich diesen Text in einem Datum umändern und dafür ist eine Funktion da, die heißt datwert. Ja? Also datwert, die Funktion datwert, die wandelt einen Text zu Datum. Okay? Und die will ich hier, und zwar wie man das macht, man hat hier die ganze Berechnung hat man hier und diese ganze Berechnung soll dann in ein Datum umgewandelt werden, deswegen klickt man hier vorne, gleich nach dem ist gleich, schreibt die Funktion datwert und macht Klammer auf, jede Funktion hat immer Klammer auf, Klammer zu, jetzt die Funktion, Klammer auf geht hier und Klammer zu hier am Ende, das heißt, all diese Berechnung wird in ein Datum umgewandelt. Ja, und es ist kein Text mehr, sondern ein Datum, mit dem Excel rechnen kann. Okay? Ups, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ah, dat, nicht dat, sondern datwert. So, und es kommt hier eine Zahl. Es ist ganz normal, man muss das nur als Datum formatieren, und zwar über Format, Zellen formatieren. Man kann über Datum gehen hier, aber wir machen es manuell, Benutzer definiert, geht wesentlich flexibler. Tage, Monat, Jahr. Ja? Wenn ich ein T für einen Tag mache und ein M, dann sieht man, man kriegt die Tage und Monate und wenn es so ein Monat bzw. Tag, der kleiner als 10 ist, dann kommt keine führende 0 bei 1 Symbol. Wenn man zwei doppelt macht, also TT, MM, dann kriegt man die führende 0, sieht man hier bei der 07. Und JJ heißt 12, wenn man das volle Jahr will, 4 Js. Okay, da hat man jetzt. An dem Tag hat er jetzt Geburtstag und das ist jetzt, man sieht hier die Formel, man hat gerechnet, der Tag vom Geburtsdatum mit dem Monat vom Geburtsdatum mit dem heutigen Tag. Und das alles als Datum umgewandelt. Und jetzt werden wir hier das Alter ausrechnen und zwar mit einer Wenn-Funktion. Da unten steht sie schon, wenn der Geburtstag vor heute liegt, also gehen wir über den Funktionsassistent, rufen die Wenn-Funktion auf, die ist unter Logik, natürlich auch unter alle findbar. So, was ist die Bedingung? Da steht sehr, Geburtstag vor heute. Das heißt, wenn der Geburtstag kleiner als heute,
Was heißt das? Das heißt, der Geburtstag ist schon vorbei. Ja, das ist schon vorbei. Und das heißt, diese Person ist schon 30. Das heißt, man kann einfach das da minus das da subtrahieren. Dann ist die Person schon 30. Ansonsten ist die Person erst 29. Und das heißt, die 30, ups, minus 1. 1. So, man sieht hier, jetzt diese Person ist jetzt 29. Weil der Geburtstag ist noch nicht da. Wir sind erst im Januar und Geburtstag hat er im Juli. Aber jetzt, wenn ich den als 12.01. mache, ändert sich das automatisch auf 30. Ja, und nächstes Jahr, am 18.01. nächstes Jahr, ist automatisch hier 31, ohne dass wir eingreifen müssen. Okay? Man sieht hier die Funktionen, die wir gebraucht haben. Und wichtig hier ist, es geht viel einfacher, sowas per Hand zu schreiben, als mit dem Assistent. Es wäre fast unmöglich, sowas mit dem Assistent zu schreiben. Okay? Normalerweise rechnet man das Ganze in einer Zelle. Ja? Also man benutzt nicht diese Zwischenzellen, die wir hier verwendet haben. Man kombiniert das alles. Ich würde es mal im nächsten Video, kann ich mal dasselbe Beispiel, aber diesmal